Willkommen zurück zu Zelda Master Quest. Wir wollen in diesen Brunnen rein. Und ich habe da dummerweise was übersehen. Ich glaube es nicht, da ist ein Auge. Habe ich das echt übersehen? Wie kann man das übersehen? Wie dumm! Das ist echt leichtsinnig und bedauerlich. Aber das ist die Lösung und das ist ziemlich offensichtlich eigentlich gewesen. Der Schalter ist weg, dafür ein Auge da. Ich habe einfach nicht aufs Auge geguckt. Mir hat das Auge gefehlt dafür. Jetzt kann ich dann in den anderen Gartenabschnitt. Auch wenn ich das gar nicht müsste. Muss ich eigentlich echt nicht mehr. Gehen wir da hoch. Und können jetzt den Tempel quasi beenden. Oh, da ist noch eine Skulptur. Komm mal her. Habe ich, glaube ich, schon 24 insgesamt. Hoch da. Jetzt können wir wieder den oberen Stock schreiten. Dort das Auge. Wieder mal ein Auge. Treffen für einen verdrehten Korridor, der uns zum dritten Irrlicht-Schwesterlein führt. Haben wir dieses besiegt, wird hier in diesem Raum ein viertes Schwesterlein Irrlicht erscheinen. Haben wir dieses besiegt, wird ein Fahrstuhl erscheinen, der uns zum Boss bringt. Und dann war es das schon. So der Plan für heute, relativ easy. Sollte recht zügig funktionieren. Dann war das ja in einer akzeptablen Zeit hier. 4 Videos für den Waldtempel. Das einzige Problem, das ich wirklich hatte, war dann wirklich gerade in den Brunnen zu gelangen, weil ich das Auge einfach nicht gesehen habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Schalter direkt am Brunnen selbst sich befindet. Aber ich hatte ja schon sowas spekuliert vorher, dass das ganz offensichtlich sein wird, so im Hintergrund. Nur muss man da erstmal drauf kommen, ne? Ganz doof war das. Aber es war lösbar. Wollen wir jetzt nicht so viel schimpfen. Aber ich muss halt immer wieder sagen, wenn ich solche Rätsel sehe, dass mir das Originalspiel einfach besser gefällt. Das ist alles schlüssiger. Es fühlt sich ein bisschen an, so wie der Vergleich zwischen Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie. Tooie macht friesisch Spaß, aber es ist einfach nicht so ein rundum geiles Konzept wie Banjo-Kazooie. Es ist viel größer und viel schwieriger, viel mehr Möglichkeiten in Banjo-Tooie. Aber Banjo-Kazooie ist einfach der Hit schlechthin. Und das ist relativ einfach im Vergleich, das Spiel. Aber das ist halt auch wichtig. Bei solchen Spielen vor allem. Da wollen die Leute auch nicht stundenlang trainieren, um was hinzubekommen. Eine Aufgabe. Aber ich bin da eh immer ein Freund von der Theorie, dass man auch mindestens 2 Schwierigkeitsgrade einbauen könnte, auch in solchen Spielen. Bei Zelda gibt es dann ja manchmal zumindest noch so einen Heldenmodus, aber der ist auch irgendwie nicht so geil, wenn da einfach nur die Gegner ein bisschen stärker werden oder man weniger Herzen bekommt. Das ist dann wirklich ein bisschen einfallslos. Aber besser als nichts. Ne? Bei Wind Waker hatte man, glaube ich, einfach nur ein blaues Shirt noch an, das man von Kindheitsbeinen an schon immer hatte. Weil das Heldengewand einfach unsichtbar ist. Aber sonst gibt es ja keine großen Unterschiede zum ersten Durchspielen. Glaubt aber Skyward Sword wirklich das erste Zelda, wo es dann so einen Heldenmodus gab? Breath of the Wild kenne ich jetzt noch nicht. So. Aber es gibt ja, glaube ich, dieses Jahr 2020 noch einen zweiten Teil von Breath of the Wild, wenn ich das richtig verstanden habe. Ey, wieso geht das wieder aus? Muss ich von hier aus? Was? Wieso? Muss man da tricksen jetzt?
Irgendwie. Oh Moment, ich habe eine Idee. Hier könnte sich vielleicht irgendwo ein Block befinden. Vielleicht da eine Kiste. Nicht kaputt machen, bitte. Die ich da draufstellen muss. Die Kisten sind gleich groß geblieben in den 7 Jahren, in denen ich gewachsen bin. Jetzt könnte ich in jeder Hand quasi eine Kiste tragen. Wenn da jetzt eine Leiter wäre, wie soll ich die dann da hochbringen, diesen Block? Oh, das könnte die Lösung sein. Ich hätte mir den Raum vielleicht erstmal angucken sollen. Das ist das Problem, wenn man die Räume eigentlich in- und auswendig kennt. Zack. Aber die sich dann doch irgendwie komischerweise verändert haben. Wie konnte das nur passieren? So, und dann einmal da drauf schießen. Kein Thema. Man muss ja nicht genau treffen. Deswegen strenge ich mich da auch selten sehr an. Ja, ja, ich weiß noch, wo der Bundeswehr. Das war auch nicht so geil. Aber wieso ist jetzt die Tür da ein bisschen eingefroren? Das ergibt gar keinen Sinn. Warum ist das passiert? Und wieso geht die nicht mehr auf? Muss ich den Block, die Kiste wieder wegnehmen? Nö, das hat damit nichts zu tun. Jetzt bin ich verwirrt. Ich komme nicht mehr raus. Aber ich kann zur Not das Spiel ausschalten. Was soll das denn? Da kam ich doch gerade rein. Hä? Man kann halt echt einfach das Spiel ausschalten jetzt, würde ich behaupten. Ich lasse nämlich da gar nicht. Ja, okay, das geht. Ich will nur sehen, ob jetzt, das ist immer noch zu. Das ist also nicht relevant. Ich muss auf jeden Fall das Auge aktiviert lassen. Also geschlossen. Damit das hier im gewünschten Maße verdreht ist. Habe ich hier irgendwas hier übersehen? Mit dem Schalter kann es nichts zu tun haben. Mit beiden Schaltern eigentlich nicht. Hier unten gibt es noch Blöcke. Das muss ja auch was bedeuten. Oh, habt ihr was gesehen? Ich habe was gesehen. War das eine... Das war kein Auge, oder? Jetzt sehe ich schon überall Augen. Horrorblick. Es könnte ja sein, dass man die Kisten hier aus Versehen alle zerstört und dann... Ups. Ja, schnell da wieder raus. Und dann kommt man ja nie wieder weg, oder was? Dann probieren wir das doch mal. Cool, man kann die sogar bis nach oben werfen, aber sie wird leider zerstört. Es muss irgendwas ohne die Kisten sein und ohne die Schalter. Und ich hatte doch irgendwas gerade hier unten gesehen. Wir achten jetzt einfach mal auf den Boden der Tatsachen. Nee, da habe ich mich offensichtlich getäuscht. Und wenn ich jetzt diese Kiste zerstöre, dann muss ja irgendwas passieren. Ne? Ist es jetzt weg oder? Ey, es geht wirklich... Oh, ich habe das doch schon mal weggenommen. Und da ist es geblieben. Es dauert halt immer eine Weile. Hat mich voll verarscht, diese Scheißkiste. Ich krieg sie nicht mal klein. Weil ich zu groß bin. Sie ist schon zu klein. Ist halt voll dumm. Ich habe die schon mal hochgehoben und dann ging die Blockade nicht weg. Egal, wir können endlich zum dritten Irrwicht. Erst mal ein bisschen Schach spielen, ne? Hab lange nicht mehr Schach gespielt. So, hier. Wir gucken mal auf die Karte. Ich habe alles getollert, jetzt schon, cool. Da ist auf jeden Fall noch... Wo genau bin ich? Links oder rechts? Hier komme ich jedenfalls nicht weiter, weil da ein Gitter ist. Und auf der anderen Seite offensichtlich eine Spinne. Nee, nicht auf der anderen Seite der Tür, sondern auf der anderen Seite der Wand. Hier ist die Spinne. Listen, Sam, pass auf, die Decke fällt herab. Pass auf dich selber auf. Jetzt...
Woher weiß sie das? Das fällt mir. Ich dachte schon gerade, das wäre hier gar keine Decke. Das wäre ganz witzig gewesen, wenn der Navi-Spruch da nicht angepasst worden wäre. Ich will doch mal ein bisschen. Kommt ihr noch mal runter, bitte? Oh, sind das viele Spinnen. Jetzt muss ich erstmal eine richtige Lücke finden. Hier bin ich doch sicher, oder? Ich hoffe es doch. Komm. Puh, ich bin sicher. Ich muss einen Schalter finden. Da ist ein Schalter. Da sind sogar zwei Schalter. Wow. Okay, ich warte kurz. Da muss ja überall immer sicher sein, wo Schalter oder Spinne ist. Noch eine Truhe? Ah, da geht die Tür auf. Ich warte mal kurz. Ich habe eh noch keinen Schlüssel. Ich komme da gar nicht weiter. Ich wollte auch jetzt noch gar nicht hin. Wo ist... da. Lass mich da hin. Lass mich da hin. Dumme Spinne. Oh, oh, oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Kannst du mal die Truhe öffnen, bitte? Vielleicht ist da schon der Schlüssel drin. Nö, nur ein dummer Pfeil. Und die Decke geht währenddessen weiter hoch. Schnell weg hier. Puh. Jedenfalls kommen wir jetzt hier weiter. Ich glaube, da muss man gar nicht hin im Originalspiel. Aber hier wollte ich auf jeden Fall mal gucken. Ach, ist jetzt da dann doch der Schlüssel drin? Das wäre interessant. Ich hoffe nur mal, dass ich den Block da wieder hochbekomme. Ich komme hier nie wieder hoch, oder? Selbst wenn er jetzt ein Stück weit höher hängt. Naja, ich muss da auf jeden Fall zur Truhe. Und da wird jetzt wohl was Wichtigeres drin sein als doch nur ein Herz. Ich dachte nämlich eigentlich, hier wäre nur ein Herzchen drin. In Master Quest vielleicht nicht. Yes! Denn die eigentliche Truhe ist, die steht weiter hier vorne, meine ich. Und da kann man sich einfach hochziehen mit dem Fanghaken. Was jetzt einfach nicht geht. Okay, ich teste jetzt einfach mal hier drauf. Vielleicht kommt hier aus dem Nichts mal wieder ein zusätzlicher blauer Block, der mir hilft. Was passiert? Der soll nicht verschwinden. Ach. Komme ich da schon rüber oder muss ich das nochmal machen, den Trick? Ich muss den nochmal machen. Das heißt... Jetzt muss ich den anderen nochmal hochholen. Wie dumm. Aber ganz witzig eigentlich. Es ist halt nur unmöglich, wenn man auf dem blauen Block steht, dass dieser sich bewegt. Das wäre mir auch total neu gewesen. Aber man kann mit den anderen Sachen dann spielen. Lustig. Gut, jetzt können wir endlich zum Irrlicht. Jetzt. Wir müssen nur noch hinkommen. Einfach gerade durch, oder? Sonst sind überall Spinnen, die nerven mich da nur. Nee. Gut, ich warte mal kurz hier. Ich hätte es auch bis zur Tür geschafft, aber komm. Eine kleine Pause, bevor wir gleich wieder gegen finstere Mächte antreten müssen. So, das ist jetzt so ein dummes Spielchen, nämlich. Ist das jetzt auch anders oder ist das das altbekannte Puzzle? Ich weiß es nicht. Auf der Seite war das. Wir hatten Hetty, wir hatten Netty und das hier ist wahrscheinlich Fetty. Ja? Es ist nur eine Minute Zeit, das ist immer so kurz. Aber es sieht eigentlich aus wie immer, oder? Viel mehr kann man da eh nicht draus machen. Aus diesem Rätsel, wenn man nur 60 Sekunden Zeit hat. Wenn man nur die richtigen Blöcke schiebt, dann kann man ja gar nicht versagen. Schlauer Spruch, ich weiß. Eins, zwei und noch einmal. Ja, perfekt. Es kommt mir fast so vor, als würden die weiter auseinander liegen, die Blöcke. Aber das mag nur Einbildung sein. Da links ist noch so ein
Laterne, aber die muss man nicht mehr einfügen. Ins Gesamtbild, die gehört da nicht zu. Die ist nur zur Ablenkung, dieser Block da links mit der Laterne. Von dem rede ich. Denn die hat ja eine eigene Laterne, eine grüne. Wie heißt sie denn? Etty. Hetty, Netty, Etty. Aber keine Fetty. Eine der Erdschwestern zielt auf sie, sobald sie erscheint. Kriegen wir auch ohne Dekonus hin. Oder? Oder brauchst du länger? Komm. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Falsche Richtung. Nebenbei kratzen. Du bist auch nicht stärker als deine Schwestern. Sie wollte gerade angreifen, aber ich war schneller. Ich bin so im Abwehrmodus immer. Dabei kann man voll Kanne angreifen mit Dekonussen. Die Früchte des Baums im ganzen Spiel sehr hilfreich. Vom toten Deko-Baum sind die. Seine Nüsse wirken immer noch. So, die Pfeile nehmen wir mit. Vielleicht helfen die gleich noch. Zack, zack. Ob es jetzt noch irgendein Rätsel gibt, das anders ist? Jetzt komme ich nämlich hier raus. Na, so war das. Wusste ich doch. Oh, da wartet jemand unten. Habe ich jetzt alle Räume besucht? Ja, ja, ja. Und jetzt kommen wir zum Boss. Wunderbar. Wisst ihr was? Dafür mache ich nochmal ein eigenes Video. Ist ja noch genug zu tun. Also bis zum nächsten Mal. Juhu.